Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Gelb. Im letzten Part haben wir uns den Orden der Arena von Fuchsania City gesichert und haben einen kurzen Abstecher ins Kampfdojo von Saffronia City gemacht. Und heute würde ich ganz gerne die hiesige Arena aufsuchen, die sich hier befindet. Saffronia City, Pokémon Arena, Arenaleiterin Sabrina, die Herrin der Psycho-Pokémon. Ich freue mich ja schon riesig auf diese Arena. Nicht, wegen diesen wunderbaren Teleportern hier. Hey, warte, du Champion in Spee. Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese anstelle von physischen Kräften. Kampf-Pokémon sind Psychokinese nicht gewachsen. Sie haben nicht einmal den Hauch einer Chance. Hatte ich auch nicht vor, einzusetzen. 42, 42, 3, 3, Schicken wir mal Sparky nach vorn. Also Sakuya ist so ziemlich die einzige, die ich hier nicht einsetzen möchte, aufgrund des Gifttyps. Ansonsten denke ich, kann ich so ziemlich jeden hier einsetzen. Ich habe eh nichts sehr Effektives. Obwohl Sabrina noch jung ist, ist sie unsere Arenaleiterin. Wir lassen dich nicht einfach so zu ihr gehen. Ja, das weiß ich. Teleporter und so. Ich werde mich sowas von verlaufen hier drin. Ich sehe es schon kommen. Oh, ein Psycho. Mit einem Phlegmon. Das kommt mir gelegen. Also vor Sabrina habe ich auch mehr Respekt als vor Koga aufgrund von ihrem Team. Wobei, Abracadabra, Simsala. Abra, okay. Müssen wir nicht drüber reden. Kadabra, naja. Ich denke, Simsala könnte böse werden. Aber ich habe ja meinen Starplayer. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ich muss sagen, ich fand Sabrina im Anime immer unglaublich creepy. Weil Ash ist ja zu ihr hingegangen. Und, ich fand den Kampf gegen Sabrina schon so wahnsinnig heftig. Also ihr Abra am Anfang, klar, hat ja nichts gemacht. Aber dann hat es sich ja weiterentwickelt. Und was es mit Pikachu gemacht hat, das tat mir so leid. Das hat mir als Kind so in der Seele wehgetan. Das tut es, glaube ich, heute noch. Wie dieses Kadabra quasi seine Psychokinese eingesetzt hat und Pikachu immer gegen die Decke geschleudert hat und wieder runter. Und es ist immer dagegen geknallt. Und das tat mir so leid. Und, ja, nachdem Ash dann verloren hatte, musste er mit ihren Puppen spielen und wurde dann zusammen mit Misty und Rocco selbst in so eine kleine Puppe verwandelt und war dann quasi im Puppenhaus und ich weiß gar nicht, war das Sabrinas Vater, der die dann am Ende da rausgeholt hat? Ich glaube. Auf jeden Fall hatten dann Ash-Pokémon auch keine Lust mehr in die Arena zu gehen, hatten so ein bisschen Angst und dann hat er sich ja in Lavandia das Alpollo mehr oder weniger gefangen. Hat sich ihm ja angeschlossen. Also ich muss sagen, der Kampf Alpollo gegen Kadabra, den fand ich ziemlich episch, weil Alpollo einfach mal gar nicht aufgetaucht ist. Und hat er nicht am Ende so Grimassen geschnitten und ist dann mehr oder weniger explodiert? Und dann hat sich Sabrina totgelacht und dann war alles gut? War da nicht was? Ich fand das so cool, muss ich sagen. Also Sabrina selbst fand ich immer total creepy, vor allen Dingen, weil ich das als Kind nie verstanden habe, warum die ihre Herausforderer, die eben gegen sie verlieren, in Puppen verwandelt. Und die hatte ja auch immer dieses kleine Mädchen auf dem Schoß, was dann mit diesen Puppen gespielt hat. Und das fand ich immer wahnsinnig verwirrend als Kind. Also, es war ja irgendwie so, dass sie als Kind diese Psychokräfte entwickelt hat. Das hat ihr Vater ja gesagt, dass sie so Löffel verbiegen konnte und so weiter. Und dieses Kind, was sie da quasi auf dem Schoß hatte, was dann letztendlich dann auch verschwunden ist, das war wohl irgendwie sie als Kind. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie ihre verlorene Kindheit oder sonst was war. Ich weiß es nicht. Und ja, hat dann ihre Herausforderer in Puppen verwandelt. Ich fand das wahnsinnig gruselig als Kind. Ich finde das heutzutage auch noch ein bisschen merkwürdig und heftig. Vor allen Dingen, wie sie mit Pikachu umgesprungen ist. Das fand ich richtig schlimm als Kind. Und von da bin ich gekommen. Richtig. Gab es hier nicht den Trick, dass man einfach immer nur hoch und runter laufen muss und dann klappt das? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal. Pokémon passen sich ihrem Trainer an. Okay. Also, ich fand das mit Sabrina im Anime schon ziemlich creepy. Ich habe es bis heute nicht hundertprozentig verstanden, aber naja. Alpollo war klasse. Wie Alpollo sie dann zum Lachen gebracht hat und ja, das fand ich schon ganz schön. Also Ash hat ja generell total viele Orden einfach hinterhergeworfen bekommen. Aber ich fand, den Orden hat er sich doch verdient gehabt, weil er hat ja versucht zu kämpfen gegen das Kadabra, auch wenn mir Pikachu wahnsinnig leid tat.
Du kannst ruhig treffen. Hätte ich kein Problem mit. Oder auch nicht. Also, er hat es ja versucht, ne? Und ich finde es eigentlich gerechtfertigt, weil er sie ja quasi so ein bisschen, ja, zur Vernunft gebracht hat, könnte man sagen. Also, beziehungsweise es war ja eigentlich Alpollo, aber Ash hat Alpollo ja dahin gebracht. Und, ja, das fand ich eigentlich ganz schön, dass er sie so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Weil sie war ja mehr oder weniger in ihrer eigenen Welt. Man muss sagen, Ash hat schon so ein bisschen was gemacht. Also in Prismania City hat er den Orden bekommen, weil er, ich sag mal, Feuerwehrmann gespielt hat. Ich glaube, ich werde mich mal eben heilen, bevor ich weitermache. Ist natürlich auch eine große Leistung. Dafür jetzt den Arena-Orden bekommen, okay. Naja. Aber ich finde, in Saffronia City, das finde ich schon irgendwie gerechtfertigt, weil er hat es ja wirklich versucht und, naja, ist vielleicht Ansichtssache. Warum müsst ihr euch heute eigentlich alle immer selbst verletzen? Das finde ich nicht gut. Autsch. Ich meine, dieses Alpollo hat hier auch nichts zu suchen in der Arena, aber gut. Ich sollte vielleicht mal habe ich noch einen Hypertrank oder so? Also der Supertrank tut es jetzt nicht so ganz, wie ich das so sehe. Aber was anderes habe ich auch gerade nicht. Okay. Meduli, dein Auftritt. Und jetzt mach nochmal Nachtnebel. Na, Traumfresser. Warum macht der erst Traumfresser und dann Hypnose? Muss ich das verstehen? Das hast du jetzt davon. Ich wusste es. Nein, wusstest du nicht. Okay. Ach so, Yuki schläft, aber ich habe doch bestimmt Aufwecker dabei. Dann bin ich jetzt von unten gekommen? Nee, ich bin von... Bin ich von hier gekommen? Ja, bin ich. Okay. Dann gehen wir mal so weiter. Das scheint ganz gut zu klappen. Die Pokémon der Arena von Saffronia City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausfordern möchtest. Warum bin ich sonst hier? Ich bin bestimmt nicht hier, weil mir die Teleporter so viel Spaß machen. Das hätte ich dir auch sagen können. Lamus. Naja, gut. Ist jetzt nicht das ideale Matchup. Wie viel Schaden macht der Body Slam? Wenigstens ein bisschen und es ist paralysiert. Ja. Komm schon, Yuki, hau rein. Oh nö. Ich hoffe mal, er macht jetzt nicht gerade irgendwie Psychokinese oder so. Nein, er macht weiter Panzerschutz. Das kannst du gerne tun. Ich greife dann derweil mal speziell an. Ne? Hast du ja kein Problem mit. Hätte auch böse ausgehen können, wenn jetzt so eine Psychokinese gekommen wäre. Arg! So. Sabrina ist jünger als ich. Trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Das Alter ist sowieso relativ. Also ich gehöre auch zu den Leuten. Ich bin der Meinung, das Alter ist nur eine Zahl, die irgendwo auf dem Papier steht. Und es muss nicht mehr oder weniger dem geistigen Alter entsprechen. Ich meine, ich bin auf dem Papier auch 20. Wie das andere sehen, weiß ich nicht. Aber ich finde, mein Verhalten ist schon halbwegs wie 20. Aber prinzipiell, es gibt auch Leute, die sind 14 und die verhalten sich wie 20-Jährige. Und es gibt im Umkehrschluss auch Leute, die sind auf dem Papier schon 20 und verhalten sich, als wären sie 12. Also es gibt's alles. Deswegen denke ich, das Alter ist eigentlich relativ. Es kommt immer darauf an, wie man sich so ein bisschen verhält. Und ja, deswegen. Alter ist für mich immer relativ und hat eigentlich nichts zu sagen. Ich habe Freunde, die sind älter als ich. Also ich habe Bekannte, die sind 26, 27. Ich habe auch Freunde, die sind 14. Also das ist mir auch vollkommen egal. Es kommt ja immer darauf an, wie man sich gibt und ob man sich versteht. Und deswegen... Fliegen! Hier wird nicht rumgeschleckt. Ha! So, die ist auch weg. Ich bin nicht gut genug. Naja. So, jetzt bin ich hier. Wer ist denn noch halbwegs fit? Meduli. Okay.
Du gegen mich. Unsere Pokémon sollen kämpfen. Das werden sie tun, keine Sorge. Ich bin sehr gespannt, wie der Kampf gegen Sabrina laufen wird. Also ich habe eigentlich auch nur Angst vor ihrem Simsala. Wobei natürlich in der ersten Generation, ich denke mal, das wird Psychokinese-Spam. Also später kann ja Simsala auch noch so schöne Attacken wie, weiß ich nicht, Fokusstoß, Energieball und so weiter. Das ist dann noch ein bisschen blöder. Also ich denke mal, hier kann es mir nicht so viel. Toll. Ich meine, es könnte natürlich Genesung spammen. Das könnte zum Problem werden. Aber wir gucken einfach mal. Ich muss gleich sowieso nochmal raus, aber wenn ich jetzt auf die Art und Weise zu Sabrina komme, also immer hoch, runter, dann kann ich mir den Weg, glaube ich, ganz gut merken. Komm, das schaffst du. Es ist nur ein Nebulak. Und solange du mehr als 33 KP hast, ist alles gut. Weil sonst kommt der Nachtnebel und dann war's das. Ich werde derweil mal eben in meinen Apfel beißen. Ja, ich habe gerade in einer Aufnahme gegessen. Hatet mich ruhig dafür. Na, denk mal. Sowas kann man ab und zu mal machen. Ich habe ja nicht vor, während meiner Aufnahme zu Mittag zu essen oder sonst was. Aber manche Leute machen das. Ich habe schon Let's Plays gesehen. Da haben die Leute dann nebenbei Chips gegessen. Das fand ich sehr angenehm, wenn man so Pokémon spielt und dann alle 60 Sekunden greift dann einer in die Chips-Tüte. Das Geräusch allein ist schon sehr, sehr schön übrigens. Von wo bin ich jetzt gekommen? Von hier nicht. Es ist immer wieder schön. Dich hatte ich noch nicht. Okay. Machen dir unsere Psychokräfte Angst? Nein, eigentlich nicht. Also langsam sollten wir auch durch sein. Kadabra, den habe ich eigentlich vorne. Medoli, okay. Also Medoli hat den Vorteil gegen die ganzen Geist-Pokémon natürlich. Das ist ganz praktisch. Fleckmon, das kann Sparky mal machen. Ich denke, das wird er noch aushalten. So viel traue ich dem Fleckmon. Ach, du bist paralysiert, das habe ich ganz vergessen. Ich wollte gerade sagen, so viel traue ich dem Fleckmon auch nicht zu, aber ich habe die Paralyse komplett vergessen. Habe ich gar nicht drauf geguckt. Naja, egal. Hat ja trotzdem noch funktioniert. Pantimos. Na, dann möchte ich doch mal wieder wechseln. Ich fand das Pantimos im Anime immer so derbe unsympathisch. Ich weiß nicht wieso. Vor allem, es hat ja später bei Ash zu Hause gewohnt und es ist ja eigentlich voll niedlich gewesen. Also hat ja im Haushalt geholfen und alles und ist ja eigentlich voll süß gewesen, aber ich habe es irgendwie nie leiden können. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, weil es sich anfangs so ein bisschen in den Vordergrund gedrängt hat. Naja. So, Flügelschlag. Oho. Das wird dir auch nicht helfen, weil Genesung heilt nicht voll. Das war, glaube ich, sein letztes Pokémon, oder? Ich glaube es nicht. Ich habe verloren. So, von wo bin ich jetzt gekommen? Von hier offensichtlich nicht. Hier war ich auch schon. Ich sollte mir das echt mal merken, von wo ich gekommen bin. Okay, jetzt habe ich mir keine Ahnung, wo ich bin. Optimale Voraussetzung, muss ich schon sagen. Aber hier war ich überall schon, oder? Ich war laufen. Ich bin wieder am Eingang, das ist gar nicht so schlecht. Dann kann ich mich jetzt heilen gehen.
Das wollte ich natürlich auch. Das war natürlich der Sinn dahinter. Ich wollte gar nicht zu Sabrina oder so. Wollte ich eigentlich wirklich nicht, aber wenn ich sie gefunden hätte, wäre ich auch nicht böse gewesen. Hätte ich wenigstens den Weg halbwegs gewusst. Aber irgendwie habe ich mich am Ende dann doch ein bisschen verzettelt. Naja, wir werden sie schon irgendwie finden. Hoffe ich. Hallöchen. Dann wollen wir doch mal. Müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen? Egal. Was muss, das muss. Okay. Jetzt schauen wir doch mal. Also. Ich mache es jetzt einfach wie gerade. Ich laufe immer hoch und runter. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber damit kommt man echt zumindest in alle Räume. Das ist ganz praktisch. Aber jetzt bin ich wieder hier. Das ist das Problem. Ist das jetzt genau die andere Seite? Dass ich das jetzt wieder machen muss und dann bei Sabrina lande? Ich weiß es nicht. Ha! Es funktioniert wirklich so. Man muss einfach mal hoch und runter laufen. Praktisch. Ich war nur gerade wahrscheinlich verwirrt, weil ich in Räumen gelandet bin, wo ich schon war. Aber das war Ziel der Sache. Okay. Ich würde sagen, Kairi kommt mal nach vorne und kann sich zumindest auf jeden Fall um das Abra kümmern. Ja, klingt nach einem Plan. Eventuell noch um das Kadabra. Wir gucken einfach mal. Hallöchen. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind gewesen bin. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Dann tu du das. Sie hat auch eine Peitsche in der Hand. Okay. So. In Rot und Blau, beziehungsweise in Feuerrot und Blattgrün, hat sie kein Abra auf Level 50. Da hat sie, was hat sie denn da? Ich glaube, ein Pantimos auf jeden Fall. Und ihr Simsala auf jeden Fall. Diese Entwicklung Abracadabra-Simsala hat sie nicht. Nur ihr Simsala und noch ein paar andere Pokémon. Auch hier muss man sagen, es ist wieder an den Anime angelehnt, weil sie da eben auch Abra und Kadabra hatte. Und das Simsala haben sie ihr auch gegeben, weil es einfach stark ist, würde ich mal behaupten. So, jetzt kommt Kadabra. Da würde ich aber ganz gerne dann auf Medoli wechseln, weil Kadabra hat eine miese physische Verteidigung. Und ich denke, da kann ich ein bisschen mehr mit physischen Attacken machen. Du kannst gerne Genesung machen. Habe ich kein Problem mit zum jetzigen Zeitpunkt. Ich meine, wir sind 7 Level unter ihr, machen aber trotzdem ganz gut Schaden. Genauigkeit sinkt. War das jetzt Genauigkeit? Ich glaube schon. Auf jeden Fall bist du jetzt weg vom Fenster. Und Level 44 für Medoli, das ist auch super. Agilität, nein, brauche ich nicht zwingend. Ist zwar keine schlechte Attacke, aber zum normalen Durchspielen nicht unbedingt notwendig. Und jetzt kommt Simsala. So, jetzt gucke ich mal, ob mein Plan so aufgeht. Auch Simsala hat natürlich nicht die beste physische Verteidigung. Hat aber einen guten Spezialangriff, deswegen, mal gucken. Aber ich möchte ihn jetzt aufschlitzen. Ah, X-Abwehr, okay. Das ist also der Plan dahinter. Die eh nicht wirklich gute Verteidigung noch erhöhen. Es war ein Volltreffer, aber trotzdem. Und noch der Reflektor, okay. Das ist gar nicht mal so dumm. Hat ihr nur nicht so viel gebracht. Ich wollte gerade sagen, dann steige ich jetzt mal auf Flammenwurf um. Okay. Danke, Spyro. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ich schenke dir den Sumpforden. Gegen die Volltreffer war sie machtlos. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen.
Stärkere Pokémon könnten sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese TM von mir. Was ist ein TM46? Psywelle. Sie macht sich übernatürliche Strömungen zunutze. Alles klar. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Das, meine Damen und Herren, war die Arena von Safronia City. Nicht ganz so spektakulär wie gedacht. Also wenn ich hier mal mein Team angucke, ne? Ich habe keine KP verloren bei dem Kampf. Ich meine, die Strategie war nicht schlecht. Erst X Abwehr und dann Reflektor, dass die physischen Attacken abgeschwächt werden. Durch die zwei Volltreffer, gut. Ich glaube, Volltreffer durchdringen die Verteidigung. Also da ist es vollkommen egal, ob die Verteidigung erhöht ist oder nicht. Dementsprechend haben wir so viel Schaden gemacht. Wenn es keine Volltreffer gewesen wären, ne? Dementsprechend. Aber Schlitzer hat natürlich eine erhöhte Volltrefferquote. Da habe ich auch so ein bisschen drauf gehofft. Aber es hat hier alles wunderbar funktioniert. So, du hast noch 42. 42, 43, 44. Du hast auch noch 43. Das trifft sich ganz gut. Weil euch beide kann ich auf dem Wasser ganz gut einsetzen. So. Ist auch ganz praktisch, dass Spyro jetzt schon 46 hat, weil Glurak kann ich auf den Routen, die jetzt kommen, sowieso nicht so gut trainieren. Deswegen passt das eigentlich. So, dann würde ich aber sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Gelb und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.